Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Death's Gambit. Und wir haben in der letzten Folge sehr, sehr viel aufs Maul bekommen von dem großen Gaianer, aber wir haben hier Ioni und wir schauen mal, was die so zu reden hat. Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu treffen. Don't dwell on it. I've nowhere to go, thanks to you. Huddled like rats in a cage, waiting to be fed scraps of hope. Diese Leute könnten unseren Schutz gebrauchen. What did you think I was doing? I feared for my life every waking moment I spent beside them. Okay, ist ja gut. Muss ja nicht gleich so schnippisch sein hier. So, wobei, was kann ich denn von ihr für eine Fähigkeiten erlernen? Okay. Ich meine, dreiteilige Sperrfeuer lässt getroffene Feinde bluten. Stoß mit einem Sperrblitz an, ich werde nach vorne. Wir können uns eh nichts kaufen, außer das hier. Ah, nee, aber guck mal, da brauchen wir eine helle Bade für. Ja, yeah, oder ein Speer. Ah, okay, also das heißt, man kann auch mit einigen Objekten auch nicht wirklich so interagieren, wie das halt so üblich ist. So, aber ich habe mir gedacht, weil wir ja in der letzten Folge so effektiv und gut quasi den einen Endgegner da umgenatzt haben, machen wir das doch gleich nochmal. So, wow. Ach ja, stimmt, da war ja was. Nee, komm her. So, leichter Beinschutz mal wieder. Wir hatten ja hier oben den Phönix. Aua. Was war denn hier nochmal drin? Konnte man hier rein? Nee, hier konnte man nicht rein. Okay. So, die Sache ist ja die, dass hier jetzt offenbar dieser Phönix ist, was ja wahrscheinlich einer der Endgegner ist. Und wir gucken uns den einfach mal direkt an, nicht wahr? Seele des Phönix, okay. Ah, okay. Okay. Okay, na gut, ja, gut, im Prinzip jetzt nicht so hardcore, finde ich. Okay. Na gut, immerhin schon mal ein bisschen weiter, aber okay, ich finde die Attacken von dem irgendwie ganz schön hart, irgendwie. Komm, zieh durch! Ah! Nein, 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 nein. Oh, Alter. Komm, zieh durch! Oh. Pfeilvorrat leer. Na super. Oh, ey. Ich hab keine. Die schaffe ich aber. Das ist nicht das Problem. Ja, guck mal. Das ist ja schon mal hier ein guter Punkt. Hier nochmal quasi 150 Charts bekommen. Ich will mal kurz gucken, was ich hier noch so für Fähigkeiten lernen kann von den Dudes.
der mir hier noch eine sinnvolle Fähigkeit geben kann. Dolchteleporter. 6 Sekunden Cooldown. Komm, den lernen wir jetzt einfach mal. Weil... sind halt Sachen. Ich weiß gar nicht, hatte ich eigentlich das Phönix-Tagebuch schon vorgelesen? Weil das tue ich jetzt einfach nochmal, falls ihr das schon mal gemacht habt. Skip die nächsten paar Sekunden. Der Phönix ist eine legendäre Kreatur, die nur noch in den Büchern und in Heldensagen auftaucht. Er ist das Trugbild eines in Feuer gehüllten Gottes. Die Herzen der beiden schlagen aber nicht im selben Takt. Der Phönix ist vielmehr der Wirt, von dessen endlosen Energiereserven der Parasit zehrt. Okay, so. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ja, und dann gucken wir mal. Wir gucken auch noch mal kurz hier rein, ob wir hier noch einen Levelaufstieg hinbekommen. Ja, kriegen wir auch noch hin. Ich würde ein bisschen auf Vitalität gehen momentan. Es ist gerade nämlich ein bisschen schwierig. Weil andererseits, na gut, mehr Schaden, ne? Mit 2, das gibt mir gleich 10 mehr. Ja, komm. Machen wir ein bisschen. Obwohl. Ach. Schwierig. So, oder eben Schaden. Könnte man halt auch machen. 4% mehr. Ich könnte auch mal eine neue Waffe brauchen, oder? So einen neuen Dolch oder so. Ich glaube, das machen wir jetzt. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Nachdem ich kaum noch Seelen habe. Haben wir denn hier einen Dolch? Dolch der Diebe, 14 Schaden. Fehlt mir wieder eine Scherbe. Furchtbar. Noch einen anderen Dolch? Nee. Dolch der Diebe, 14 Schaden. Was macht der? Dolch der Diebe. 31 Schaden, okay. Genau, ist jetzt hier drin, ja. Ja gut, dann halt nicht, ne? Ich hätte ja gerne, also wenn ich jetzt hier schon Zauberbuch plus 2. Achso, erfordert Intelligenz. Ah, das ist eine Waffe, ne? Okay. Kraft und Intelligenz. Vitalität plus 4. Ja, gut. Was ist das hier? Allheilmittel. Okay. Ich meine, ich könnte natürlich auch mal irgendwie... hoppala. Einfach mal die Leiter runterfallen und gucken, was passiert. Nee. Nein, 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 nein. Ich hätte mich fast... ich hätte mich fast geheilt. Fast geheilt. Naja, gut. Ach. Ach Mensch, der war. Am Anfang war der so gut und dann hat man. Nein! Ich habe nicht auf meine eigene Energie geachtet. Nein! Und dann machen wir nochmal kurz einen Levelaufstieg. Schaden. Oder Schnelligkeit. Ja. So. Nein, aktuelle Tode 6. Das reicht jetzt auch langsam. Ich habe nicht die Intention, dass das nochmal so wird wie die letzte Folge. Oh. Oh. Nein. Ach Mist, in die falsche Richtung. Nein, 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 nein. So, sag ich doch. So. Phoenix down. Okay. Ja, damit haben wir es geschafft.
easy, easy peasy. Das, ja, war natürlich ein bisschen, trotz alledem ein bisschen schwierig, aber hey, immerhin, jetzt sind wir soweit. Können hier nochmal einen Levelaufstieg machen und gehen da tatsächlich nochmal auf Vitalität, aber eben auch nochmal auf Technik, weil Schaden ist trotz alledem wichtig. So. Und dann gucken wir mal, was hier noch so weiter passiert. Okay. Ist hier gleich der nächste Ey. Hat mir das wirklich so viel abgezogen? Okay. Natürlich krass, ne? Okay. Nochmal. So, also mit anderen Worten. Da ist eine Falle. Das ist das Obsidian-Tal. Okay, da ist auch eine Falle. Da ist ein... Du... Oh. Oh, hu, hu. Ja. Okay. Jetzt geh doch kaputt, ey. Finde ich aber schon echt übel, den Dude. Au! Habe ich gerade gar nicht gesehen. Oh, Gottes Willen. Ah, da kommt jetzt einer mit Schild. Auch das noch. Au! Au! Ha. Okay. Jetzt direkt mal drei unterschiedliche Gegner wieder vor die Nase gesetzt bekommen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Erstmal die Dinger wegmachen, indem ich das so mache. Ist aber... Okay, Ausdauer regenerieren. So, Sense des Altardieners. Ja, gut. Das ist ja eklig. Der kommt da aus dem Käfig rausgestürmt. Kein Wunder, dass ich das nicht... So. Das heißt also, bei dem ist am besten direkt ran und ihm einmal ins Gesicht treten. Sozusagen. Mann, 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 Mann. Na, komm. Mach da eine komische Explosion. Okay. Das ist ein Hörnchen. Ha. Huh. Okay. Yeah. So, kann ich da irgendwie was dran machen? Nee. Ich würde da gerne an diese, an die Dings kommen, aber das wird nichts. So, okay, okay. Boah, ist das unfair, ey. Das ist so gemein. Das ist echt so gemein. Also wirklich. So. Ja. So, Ausdauer regeneriert. Ausdauer regenerieren. Mist. Gut. So, damit haben wir, hätten wir das. Okay, damit hätten wir das.
Damit hätten wir das. So, also es geht langsam in die richtige Richtung, aber es ist halt immer noch schwierig. Na, hau ihn. So, okay. Feder zurückgeholt. Nutzen wir sie einmal gleich zum Heilen und dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Oh, Gottes Willen. Habe ich gerade gesehen, dass das zwei sind? War das, habe ich das gerade richtig gesehen? Komm noch ein bisschen dichter. Ich will... Oh, ist das gemein. Oh, ey, Dude. Wäre das noch so ein Dude, ey. Gehen wir irgendwie ein bisschen auf... Ah, okay. Treten. So. Die Methodik dahinter war, glaube ich, gerade richtig, dass ich den weggelockt habe und dann quasi erst auf ihn draufgegangen bin. So, wir machen noch einen Levelaufstieg und zwar nochmal Vitalität. Komm, hau raus. Ich brauche ein bisschen mehr Energie. Und dann gucken wir mal, wie wir hier durchkommen. Okay, oh. Ist das ein Dude, mit dem ich reden kann? Fine mess you've gotten us into, you bumbling oaf. Silence, Pop. You there, standing around. We've run afoul of these wolves. I shudder to think what might become of me. You mean us? No. Mind releasing me from this cage? Ich muss zuerst einen Schlüssel finden. The more I listen to her yap, the more I welcome death. That can still be arranged. Ja. Amarok-Schlüssel. Na, wo ich den wohl herbekomme? Okay. Sieht aus wie ein Bäumchen. So. Ach, okay. Das heißt also, hier sind verschiedenste... Das habe ich ja mal aus Versehen gut hinbekommen. So, ich mache das mal kurz so. Damit ich hier mal in irgendeiner Form weiterkomme. So. Der Amarok-Schlüssel wäre aber jetzt tatsächlich eine Maßnahme. Kann ich den nicht treffen? Ah, doch. Geht doch. So. Au. Au. Puh. Was? Ach so, okay. Ach Mist, ich habe nicht drauf geachtet. Ach Mensch. Ach Mann, oh, okay. Jetzt muss ich hier wieder durch. Na, das finde ich ja toll. Das macht immer am meisten Spaß, hier durchgehen zu müssen. So, mit denen habe ich ja zum Glück schon geredet. Mit denen lohnt sich nicht zu reden. Ach Mann, ich vergesse immer, dass hier so doofe Fallen sind. Ach, furchtbar. So, was geht hier ab? Feder-Upgrade? Ja, nehme ich. Nehme ich immer gern. Was auch immer das zu bedeuten hat. Doing. 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 So.
Ja, ich weiß gerade nicht, wie ich das machen soll. Ich meine, ich könnte versuchen, da doppelt durchzugehen, aber okay. So, da werde ich jetzt mal runter und direkt aufs Maul. Nein! Ah. Nee, das war jetzt auch nicht so das Schlauste. Ach, das gibt's doch gar nicht. So, okay. Mal eine Feder nehmen. Ach, das gibt's doch gar nicht. Oh, mein Glück. So. Ja, dann nehme ich jetzt auch nochmal die letzte Feder, weil sicher ist sicher. Man weiß ja nie. So, hier ist auch der Schlüssel erforderlich. Ah, okay. Kann man hier die Brücke irgendwie bearbeiten, dass es weitergeht? Horn verwenden. Ah, okay. Jetzt gibt es da einen anderen Weg, den man durchaus gehen kann. Den ich jetzt auch schnell gehen werde. Aua. Aua. Ist es... Au, 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 au. Ja. So. Aber... Ich bin der Meinung und Auffassung... Wow, jetzt muss ich aufpassen, dass hier ein Schrein war und an dem werde ich jetzt erstmal beten. So. Einmal zwischengespeichert. So einfach ist das manchmal. So. Weiter an der Stelle komme ich nicht. Ist aber auch erstmal nicht schlimm. Wir gehen jetzt nochmal hier durch den Bereich. Wie ich den Dude hier umhauen kann, weiß ich ja mittlerweile. Auch wenn ich mich gerade ein bisschen daneben anstelle. Aber so. Mach einen Schlag ins Gesicht, ey. Nicht mit mir, du. Okay, ja, komm, mach. So. Haben wir den auch weg. So, jetzt kommt hier. Obwohl. Ach nö. Ich gehe direkt hier lang. Huah! Ja. Au! Ja, super. Okay, gut. Ah. Hey, was bist du denn für ein Dude? Ja, hoffentlich nicht. Geh weg, Junge. Ich schmack keine, ey. Oh. Okay. So, das hat gut geklappt. Den Kollegen haben wir weg. Okay, weiter geht's. Ah, es geht direkt schon in den nächsten Bereich. Oh oh. Oh, das sieht so nach Endboss aus. Schon wieder? Kernheader. Okay. Okay. Ja, jetzt bin ich aus Versehen richtig gelandet. Ja, okay. Der Tod nimmt dich mit. What? Was? Okay. Ja, aber ich finde ja jetzt nervig, dass der Weg dahin so weit ist. Oder? Okay, gut. Dann heilen wir uns direkt an dieser Stelle einmal und dann schauen wir, dass wir ihn hier besiegt bekommen. Offenbar muss ich da auf gewisse
Tendenzen achten. Zum Beispiel wie... Ja, okay, das ist natürlich interessant. So, au. Au. Mensch. So, dann wieder nach da. Ah. Oh, 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 oh. Oh Gott. Mhm. Mensch. Kommt da runter? Ja, lol, okay. Nach Mist, falsche Richtung. Ach Mensch. Nein! Ah, Mist. Aber hey, ich meine, der Dude hat 4 Phasen. Das ist... Aber ich bin immerhin schon in fast die letzte Phase gekommen. Und ich denke, ich habe jetzt so in etwa raus, wie der Dude funktioniert. Also von daher sehe ich das eigentlich gerade ganz hübsch. So, wo ist eigentlich meine andere Feder? Ja, genau. Das wollte ich so nicht. Hm. Ach nein. Der hat mich runterge... Der hat geschubst. Der ist gemein. Ich bin mir sicher, die Toten lieben Klatsch und Tratsch. Okay. So, nächster und vielleicht auch letzter Versuch, wer weiß. Na. Nö, ach komm, hör doch auf. So, wir machen stattdessen nochmal einen Levelaufstieg und zwar Vitalität. Finde ich wichtig, aber mindestens genauso wichtig wie Ausdauer. Ausdauer habe ich auch lange nicht mehr genommen. Ja, das nehmen wir mal mit rein. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt so funktioniert. Ja. So, hab schon eine Feder benutzt, das ist natürlich nicht so praktisch. Okay. Ich meine, man könnte auch versuchen, so grundsätzlich diese Eis, jetzt mal Stäbe zu
Na. Okay, also die Eisstäbe zu zerstören, indem ich sie mit dem Pfeil und Bogen abschieße, ist eine gute Methodik, würde ich sagen. Okay. Oh. Ah, Mist. Okay, okay. Oh, nochmal diese Phase. Na gut. Ist nicht so schlimm. Gibt schlimmere Varianten hier. Ah. Das ist aber auch echt. Okay, der nächste ist er. Okay. Ja, ich habe noch Pfeilvorrat. Yes! Haha! Damit haben wir auch ihn besiegt, die Unsterblichkeit. Unsterblicher besiegt, ja. Oh, haha! Yes! Nice, haben wir geschafft und wir haben einen Talentpunkt bekommen. Sehr schön. Puh, das war ja anstrengend. Wir gucken direkt einmal in die Talentpunkte rein. Wir wollten ja quasi Seelenpfeil. Du kannst trotzdem, wenn deine Pfeile leer sind, verbrauchst du Seelenenergie. Ah ja, das wäre jetzt an der Stelle ganz praktisch gewesen. Blut ist, wenn ich setze bei einem Gesundheitsfonds über 90% Federn ein, verschwinden negative Staatseffekte, werden Ausdauer regeneriert. Okay, das ist also eher so der Lebensweg. Ich nehme erstmal das. Und ja. Würde dann, muss ich es jetzt erst bestätigen? Okay, mit Q kann ich es bestätigen, alles klar. Herr der Lüfte, Kombo-Vollender, vervierfachen den Schaden deines nächsten Luftangriffs, okay? Du benötigst beim Einsatz von Energiewaffen keine Seelenenergie, wenn eine deiner Fähigkeiten abklingt. Gut, wir gehen mal diesen Weg hier weiter. Dass wir erstmal hier einmal in den Bereich hinten kommen. Und dann würde ich sagen, wow, da steht ein Dude. Sollte man aufpassen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen traumhaften Tag, Abend oder wann auch immer ihr da schaut. Lasst gerne ein Like da oder ein Abo, damit ihr wisst, wie es weitergeht. Und bis zum nächsten Mal.